Dremiolog wieder zurück, Gemeinde, und willkommen zum dritten Video zu Deadly Days, dem Pixel-Art-Zombie-Shooter, wo wir tatsächlich herausfinden, am Ende, also wie viel Kackens vorher, was schuld an der Zombie-Apokalypse ist. Gut, kommen wir hier zum allererst einmal zum UI, zum HUD, wie auch immer man das nennen will. Wir haben hier links die aktiven Fähigkeiten durch Schrott, den wir im Verlauf der Story oder des Spiels finden, können wir zum einen die aktiven Fähigkeiten verbessern oder aber wir können uns weitere Slots freischalten. Hier steht 2 von 3, also maximal 3 Slots sind da freischaltbar. Dann haben wir hier unten die passive Fähigkeit, auch die können wir verbessern oder mehr Slots freischalten. Hier geht es bis maximal 7 Slots. Dann haben wir hier oben die Zombie-Gefahrenstufe und welcher Tag aktuell ist, wie viele Tage sind seit Beginn der Apokalypse vergangen. Das ist der erste Tag der Apokalypse. Wir haben hier aktuell Kevin Cooper, der mit einer Pistole ausgestattet ist. Erhöhter Schaden an nahen Zombies. Das heißt, eigentlich wäre es besser, wenn der Nahkampf geht. Und Ruth Evans mit einem Messer heilt alle anderen überleben vollständig, wenn sie ein Level aufsteigt. Modifikationen. Sie hat plus 16% mehr Schaden. Ich glaube, sie ist Anführer. Ja, da. Deswegen hat sie auch... Okay. Ich glaube, die Modifikation gilt allerdings nur beim Anführer. So. Gut. Da er allerdings erhöhten Nahkampfschaden hat und sie nicht, werden wir die Waffen jetzt mal tauschen. Wir nehmen hier die Waffe weg, geben ihr die Pistole und ihm geben wir das Messer, damit das einfach mal korrekt ist. Und so haben wir jetzt schon mal die Ausrüstung korrigiert. Modifikation ist tatsächlich scheinbar auf der Waffe, weil jetzt hat er die 16 und sie die 15%. Ja, die Modifikation ist auf der Waffe. Also das Graue ist Charakter, das Weiße unten drunter ist einfach nur die Waffe. So, gut. Haben wir das auch geklärt? Ja, so genau habe ich es mir tatsächlich auch noch nicht wirklich angesehen. Dann haben wir hier oben Nahrung. Für jeden Charakter brauchen wir jeden Tag einen Nahrungsvorrat. Das heißt, wir brauchen momentan für jeden Tag 2 dieser Äpfel. Dann haben wir Schrott, den wir sammeln können. Und mit dem können wir die Waffen leveln. Moment, das müsste eigentlich auch hier gehen irgendwie. Oder auch nicht. Kann man die Waffen nicht auch leveln? Ah ne, die farmt man dann einfach nur. Aber man kann sie verkaufen für Schrott. Aber im Schrott kauft man sich neue Slots oder verbessert passive Fähigkeiten, aktive Fähigkeiten, papierpapo. Dann haben wir hier noch Räume, die wir im Laufe des Spiels freischalten können. Soweit bin ich allerdings ja noch nicht, dass die Möglichkeit schaltet man erst später frei. Und da gibt es dann hier noch eine vierte Währung, die, glaube ich, nicht hier oben angezeigt wird. Aber es gibt noch eine vierte, das sind Hämmer. Die werden dann benötigt, um die Räume freizuschalten. Dann haben wir hier oben links Kartenteile. Finde alle 4 Kartenteile, um die Burgerfabrik zu finden. Neue Teile findest du in Burgerläden. Die Burgerfabrik ist das Endlevel. Dort ist dann der Bullet Sponge drin. Und ja. Gut, dann haben wir hier Start. Jetzt können wir hier zu aussuchen, welche Map wir gehen wollen. Wir haben hier die Größe der Map, die potenzielle Seltenheit der Beute oder Anzahl der Beute und wie hoch die Gefahr auf der Map ist. Und dann haben wir hier noch eine Spezialinfo. Ein seltener Schatzzombie ist aufgetaucht. Was hat der wohl bei sich? So ein Schatzzombie sollte man sich eigentlich immer gönnen. Das Problem ist, mit einem Messer und einer Pistole ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir den tatsächlich erwischen, nicht unbedingt groß. Deswegen gehen wir hier Kiste finden. Ich habe den Kaffee nicht dabei. Ich habe jetzt den anderen Tree gewählt. Deswegen sind die Tage etwas kürzer, als ich es gewohnt bin. So, jetzt sind wir im Web. Wir gehen direkt hier rein, gehen das plündern. Hier gehen wir plündern die Autos. So, los.
Hier sind die Zombies überall. Die werden hier weggenatzt. So, und ihr seht schon, wenn ich gedrückt halte, kann ich hier direkt vorgeben, wo sie hinlaufen sollen und dass sie auch an Position stehen bleiben sollen. Wenn ich die Maus loslasse, dann zuckeln die so in der Gegend rum. Ist so ein bisschen lästig, aber naja, ist halt das Spiel. Und ja, ich kann halt, jetzt am Anfang ist es relativ einfach, ich kann einfach sagen, lauf hier hin, dann gehen sie zu dem Gegner, aber ich kann hier kein effektives Ziel deklarieren. Ihr seht schon, oh, das tut weh. Stimmt, man hat noch den Einzel-Heal. Es gibt eine der grundlegenden Fähigkeiten. Wir haben hier einen präzisen Luftschlag. Und hier den Heal. Der ist unbegrenzt nutzbar, hat einfach einen Cooldown. Lässt sich mit den Tasten 1 und 2 tatsächlich aktivieren oder 3. Mit einer Racer Naga Trinity mit den, mit den 12 Daumentasten ist es natürlich ganz simpel. Kurz drüber hovern, 2 klicken. Es wird Nacht, Motor starten. Und in die Nähe gehen. Hier ist nichts groß verkeilt, also sollte das gut funktionieren momentan. Jetzt könnt ihr hier noch ein bisschen leveln. Zombie-Gefahrenstufe innerhalb dieser Mission steigt gerade. Sind wir jetzt schon auf 4? Jetzt sehen wir schon, hier kommt schon eine Armee. 5. Demnächst müsste auch ein Hund auftauchen. Da. Mist, zu spät. So, Gehalt, los, raus. Das wird mir zu haarig. Und jetzt sind wir aus der Map raus. Jetzt sehen wir hier schon, hier stehen jetzt auch ein paar Zombies rum, aber es ist halt immer noch Gefahrenstufe 1. Wir haben jetzt 40 Schrott gekriegt. Nahrung haben wir nur verloren. Sie sind jetzt halt ein bisschen verwundet. Aber wir haben neue Waffen gekriegt. Ja, moin. Ja, was verpassen wir dem denn jetzt? Okay, wir reparieren erstmal das hier und Scharfschützengewehr sind auch immer gut eigentlich. Vor allem gegen größere, gegen Bosse. Also ich glaube, anfangs ist es noch gar nicht so wichtig. Deswegen gehen wir jetzt erst einmal das hier. So, eine Nahkampfwaffe und eine zweite haben wir nicht gekriegt. Jetzt kann ich natürlich sagen, bleibe ich jetzt bei der Nahkampfwaffe, weil 20% erhöhten Schaden an nahen Gegnern. Oder nehme ich irgendwie eine andere Waffe, zum Beispiel das hier, das ist Stufe Level 3. Ist eine Maschinenpistole. Maschinenpistolen schießen allgemein ja sowieso auch ein bisschen eher auf kürzere Distanz. Also eventuell könnte die Maschinenpistole auch schon von seinem Bonus profitieren. So, jetzt habe ich 20 Schrott verbraucht, um die beiden Waffen zu reparieren, damit sie nutzbar sind. Jetzt könnte ich hier die anderen hier verkaufen. So, die hier verticken wir auch. So, 46, also ein bisschen Gewinn gemacht durchs Verkaufen. Die hier behalten wir noch, weil das ist eine gute Bossjägerwaffe. Aber wenn man sich hier so die Bonis anguckt, 61% mehr Schaden hat um... Wait, what? Hat unbegrenzt Munition im Magazin. Und noch 23% extra, 23 extra Schaden. Alter, das Ding ist schon fucking overpowered. Vor allem, die muss nie nachladen. Die kann mit dem LMG jetzt einfach durch die Gegner durchholzen. Normalerweise müssen Waffen nachladen. Alter, das Ding ist heftig. Okay, normalerweise haben wir ja Vorführeffekt eher negativ. Aber okay. Hier haben wir 36% mehr Schaden und 34% mehr Angriffe pro Sekunde. Also erhöhter Schaden und erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. Für eine MP natürlich krass. So. Dann weiter. Gehen wir direkt wieder los. Was nehmen wir denn? Hier haben wir Beute nur 1. Lagerhaus oder Supermarkt? Nehmen wir den Supermarkt. I hate Zombies. Nein, I like Zombies. Zombie-Spiele sind immer lustig. So. Dann gehen wir erstmal direkt hier looten los. Los, Kleine!
Alter! Die ist fucking OP! Wie die sich einfach durch die Gegner hindurch mit. Oh, jetzt geht sie aber rein. Das ist schade. Aber gut, dafür können wir jetzt effektiv sehen. Jetzt wird nachgeladen. Hat nachgeladen. Wenn der gelbe Balken oben drüber ist, dann lädt er nach. Und ja, das Ding ist halt, sie mit einem LMG, also Schnellfeuer, mal holzt ziemlich viel weg und muss nie nachladen. Das ist, allein die Tatsache ist schon scheiße OP. Und auch hier jetzt. Alter. Ich hatte, glaube ich, noch nie so starke Waffen von Anfang an. Wenn ich noch einen weiteren Überlebenden kriege, dann habe ich auch schon einen Sniper für Boss Hunt. Holy fuck. Jo, hier jetzt kann ich eigentlich noch runter, aber in 10 Sekunden wird schon Nacht. Starte den Motor schon mal. Jo. Badadadadad. Oh, sie ist raus. Okay, jetzt gehen wir mal hier hin. Du willst Ärger? So. Ich meine, mit ihrer Waffe, die nie nachladen muss, könnte das echt brutal werden jetzt. Er lädt wieder nach und sie kann einfach die ganze Zeit holzen. Los, holz nieder, Mädchen. Scheiße! Die Knarre ist so scheiß OP. Oh, plündern. So. Oh, oh, oh. Hunde, Hunde, Hunde. Jetzt darf ich nicht zu greedy sein wollen. What the fuck, Alter? Alter, selbst die Hunde sind ein Scheiß. Was zum Fick ist los hier? Ein bisschen kiten und gutes. Oh. Jetzt hat mich was erwischt. Jetzt werden sie aggressiv, die Kerle hier. Oh, 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 oh. So, beide geheilt. Alter, wie ist sie einfach hochlevelt? Sie ist schon Level 5, weil sie einfach nonstop draufholzen kann. Scheiße. Ich glaube, die Runde, die könnte cool werden. Jetzt habe ich 16 Äpfel, 94 Schrott. Jetzt könnte ich hier mal freischalten da unten. Mal gucken, habe ich... Nö, habe noch nichts gekriegt. Dann könnte ich mal... Nach jedem Tag ist eine kleine Chance, die... Natürlich, ne? Nach jedem Tag ist eine kleine Chance, seine Waffe mit der höchsten Seltenheitsstufe, das wäre die hier, zu duplizieren. Also ich könnte davon einfach random eine Kopie kriegen. Und deswegen bin ich jetzt gerade am Überlegen, hier passt eh nicht, also machen wir hier. Ich erhöhe die Wahrscheinlichkeit hier, die Chance. Zap. So, Chance erhöht, dass das Ding duplizieren kann. Wir sehen hier sogar, hier sind jetzt ein paar Apfelkisten mehr als vorher, weil wir haben mehr Food. Gut, neue Waffen haben wir keine gekriegt, aber ist jetzt auch nicht schlimm. Wir haben jetzt hier so ein Flämmchen-Symbol, das bedeutet, dass es upgegradet ist. Noch ein weiteres Mal upgraden geht nicht. So, dann gucken wir mal kurz, neue Mission, Rettung. Oh, oh, Rettung. Ja, aber hallo, die nehmen wir noch mit. Die nehmen wir natürlich noch kurz mit, weil Rettung, da kriegen wir jetzt einen dritten Überlebenden. Also erstmal hierin und hierin. So. Jetzt müssen wir den allerdings erstmal suchen. Oh, Äpfel. Plündern, los. Apfelbäumchen sind immer gut. Immer mitnehmen, wenn man ein paar Apfelbäume findet. So, auf welchem Dach steht er denn? Hier ist er. Hallo.
Na, alles senkrecht hier. So, jetzt haben wir den gleich gerettet und jetzt haben wir hier den dritten. Der hier direkt mitfightet. Einmal kurz heilen hier. So. Hier können wir auch plündern gehen. Hier können wir plündern. So. Snip, snip, snip. Wow. Wieder was Lilanes. So. Jetzt gehen wir hier hoch. Starten hier mal den Motor. Können das hier noch plündern. So. Und jetzt wird es Nacht. Gehen wir mal hier runter. Und kloppen auch hier wieder so lange wie möglich in der Gegend rum. Ach, hier die Autos. Die sind noch. Nehmen wir mit. Plündern, plündern. Einfach alles mitnehmen, was geht. Auch an Erfahrungspunkten. Weil die werden halt mit der Zeit auch besser. Alter. Das Maschinengewehr, das nicht nachladen muss, ist einfach brutal. So. Killt den Hund. Ich glaube. Nee, er hatte. Der neue hatte gerade ein Level Up. Alter, was hat denn der Speer für ein. Alter, das ist ein lila Speer. 106 Schaden. What the fuck? Der ist ja auch so kacken-OP. Was ist hier los? Ich wollte ihm ja eigentlich das Scharfschützengewehr geben, aber da ist es mit Scharfschützengewehr, Junge. Das ist so ein Kacken-OP, Nahkampfwaffe hat. Snip, 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 snip. Alter! Wie die sich hier durchschnetzeln! Vor allem der Speer, der killt auch die Hunde instant. Holy fuck. Zieht euch das Geschnetzel hier rein. Oh, noch ein bisschen Luftschlag. Holy fuck. 7, 5, 6 und es geht weiter und weiter und weiter. Es geht mir noch. Oh, holy! Der Speedbump ist sehr heftig. Okay, jetzt wird's langsam hier. Haarig. Okay, jetzt gehen wir. Alter! Oh. Meine Fresse! Ich meine, zieht euch die Boah. Zweimal Level 8. Lila. Da müssen wir jetzt halt beide angucken, weil könnten verschiedene Werte haben. 22,6, 22,6, 66% mehr Schaden. Kugeln durchschlagen Gegner mit einer hohen. Okay, sie haben exakt denselben Wert. Interessant. Aber, ne? Jetzt gehen wir dem hier einfach das. Hat deutlich mehr Durchschlagskraft. Schießt ein bisschen langsamer, aber höhere Reichweite ist bei dem jetzt relativ schlecht, aber wir haben hier doch einen, der Nahkampf gerne mag, Nahkampfspezialist. Also geben wir dem hier jetzt das und dem hier geben wir den Speer und zapp! Holy fuck, ist das krass hier! Also ich glaube, die Runde, die... Ich wollte eigentlich nur ein kurzes Video machen und dann eigentlich beenden, aber die Runde, die spiele ich durch, Alter. Die Runde spiele ich echt durch. Gut. Betet einfach dafür, dass ich nicht zu greedy werde. Das könnte dann nämlich wirklich noch in die Hose gehen. So, die behalten wir auch. Ja, ich glaube, so behalten wir das erstmal. Gut.
Damit wäre es das vom Gameplay gewesen. Mehr gibt es vom Gameplay gar nicht zu sehen. Ich werde an der Stelle nochmal ein Video ranhängen. Und zwar, wenn ich dann ins Endlevel komme, wenn ich dann die Fabrik habe, falls ich soweit komme, heißt das natürlich. Also wenn hier kein viertes Video rankommt, dann habe ich es noch verkackt. Wenn ein viertes Video kommt, dann seht ihr noch das Endlevel. Also wirklich so die Schwitzerpartie auch auf leicht. Gut, ich verabschiede mich von diesem Video. Wir sehen uns im nächsten wieder. Bis denne und möge der Loot und die Levels auch mit euch so gediegen sein wie mit mir hier gerade.